So, hallo auf dem Fahrradkanal. Ja, ich bin heute schon wieder unterwegs, wie ihr seht. Und zwar hier auf der Balkantrasse, die von Remscheid-Lennep nach bis nach Bergisch-Born führt. Und zwar werde ich die dann ein Stückchen weiter Richtung quasi Opladen fahren, um dann in Wermelskirchen Neuenborn, dort fällt nämlich der Fahrradbus, und mit dem Fahrradbus werde ich dann ein gutes Stündchen in Richtung Marienheide fahren. Ja, man könnte das Teilstück auch mit dem Fahrrad fahren, wären aber dann von hier aus, von Remscheid-Lennep, roundabout 30 Kilometer, und das wäre mir insgesamt für die Tour heute ein bisschen zu viel, zumal ich dann von Marienheide mit dem Zug noch ein bzw. zwei Stationen fahren werde, und zwar bis nach Gummersbach-Dieringhausen. Genau, und in Gummersbach-Dieringhausen, da werde ich dann aussteigen und dann auf die nächste Bahntrasse einsteigen. Das ist die Bahntrasse, die quasi ab Gummersbach-Dieringhausen bis nach Olpe runterführt. Wie lang die jetzt ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, die wird auch so um die 30 Kilometer lang sein. Circa, schätze ich jetzt mal. Aber das kann ich ja nach, beziehungsweise später noch, wenn ich das Video schneide, kann ich euch das noch genauer sagen, wenn ich am PC das Video bearbeite. Ja, wie gesagt, und von Olpe aus werde ich dann am Biggesee entlang fahren und vom Biggesee aus, beziehungsweise von Olpe am Biggeseeufer entlang rüber über Attendorn und dann runter bis nach Finnentrop fahren. Ja, wie gesagt, heute ist Sonntag, der 4.6. und wir haben jetzt circa 9.14 Uhr. Wie gesagt, ich muss jetzt gucken, dass ich den Fahrradbus in Wermelskirchen Neuenborn erwische. Der fährt so kurz nach 10 Uhr los. Und ich würde sagen, dann werde ich mich nochmal melden. Ja, hier geht es jetzt ein bisschen bergauf. Also bis gleich. Ja, und hier bin ich auch schon in Wermelskirchen-Neuenborn an der Bushaltestelle angekommen. Hier eine Karte eingeblendet von dem Fahrradbus, dem Bergischen Fahrradbus. Einfach in Google mal eingeben, dann findet ihr das schon. Und hier bin ich auch schon mit meinem Bike im Fahrradinneren. Dort, wie ihr seht, ein schöner Platz zum Abstellen. Und hier auf dem Bahnhof in Marienheide, wo ich jetzt hier mit dem Zug nach Gummersbach-Dieringhausen unterwegs bin. Jetzt bin ich hier auf dem Bahnhof in Gummersbach-Dieringhausen. Wir haben hier schon mal Touren gemacht und da mussten wir noch das Fahrrad die Treppe hochtragen, weil wir andersrum gefahren sind. Da gab es, beziehungsweise da war der Aufzug gerade im Bau, und wie ihr seht, der Aufzug ist da, funktioniert auch, allerdings, naja, es roch ein wenig, naja, ihr wisst schon wonach. Unterführung, Ausgang, Türe öffnet. Also so einen freundlichen Aufzug habe ich schon lange nicht mehr bei der DB gehabt. Aber wie gesagt, der ist, glaube ich, auch noch recht neu.
Ja, dann geht's hier den Bahnhof raus. Nicht möglich. Hier noch eine schöne Vorhalle, wie ich finde. Ihr seht auf der Uhr, die funktioniert sogar. 11:45 ist es schon wieder geworden. Aber so ist das halt. Tja, die Busfahrt mit dem Fahrradbus dauert ja auch knapp oder fast eine Stunde circa. Und dann kommt noch ein Stückchen Zugfahrt hinzu. Man muss ja dann auch noch ein bisschen warten, bis der nächste Zug kommt. Also alles in allem so roundabout eine Stunde und 20, 30 Minuten so ungefähr. Ja, hier beginnt direkt vor dem Bahnhof bzw. läuft der Radweg entlang, der hier durch das Aggertal führt. Wie ihr seht, relativ viel los, weil heute ist der 4.6. Hier übrigens links ein Fahrradgeschäft von der Firma Nagel. Okay, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen. Die haben auch in Remscheid Lennep eine Filiale. Da habe ich übrigens mein allererstes Pedelec her von KTM. Sehr schönes Rad. Bin ich auch eigentlich noch mit zufrieden. Das hat jetzt fast schon 8 Jahre auf dem Buckel. Läuft immer noch mit Bosch Motor und Akku. Alles gut. Ja, und hier zweigt jetzt eigentlich der Radweg ab. Ja, man kann es auch noch ein bisschen anders fahren bis zum Krämer Baumarkt. So ein bisschen die alte ehemalige Bahntrassenführung ist hier so ein bisschen zwischen dem Bahnhof und dem Stück da, wo ich gerade abgewogen bin, hier durch das Dorf. Ein bisschen, ja, nicht ganz eindeutig. Ja, hier bin ich jetzt auf diese Brücke, beziehungsweise hier kann man dann drüber fahren und alternativ den Radweg fahren. Weil ich hörte hier laute Geräusche und siehe da, da scheint wohl ein Schäfer seine Schafherde, entweder sind die ausgebüxt oder alle darunter gelaufen. Irgendwie hörte sich das so ein bisschen hektisch an. Und da war ich doch neugierig mal zu gucken, was da los war. Ja, und wie gesagt, hier ist denn auch der schöne Beginn der eigentlichen Bahntrasse, die jetzt hier von, sagen wir mal, Dieringhausen, Gummersbach-Dieringhausen, losgeht hier unten bis nach Olpe runter. Ja, das war früher mal eine Nebenstrecke. Wahrscheinlich sind hier auch zuletzt Schienenbusse gefahren. Die Strecke verläuft, wie gesagt, ab da hinten, wo ich mit der Schafherde war, dann wirklich sehr, sehr viel auf der ehemaligen Bahntrasse. Ihr seht ja hier so ein paar Bilder und Eindrücke. Ist also auch relativ gemäß den Vorgaben für Bahnstrecken entsprechend mit wenig oder geringer Steigung. Es geht übrigens, wie gesagt, von Dieringhausen, hier übrigens gerade mal eine Stelle, wo ich gerade sagte, überwiegend auf der ehemaligen Bahntrasse. Es gibt halt immer mal ein paar Stellen, die dann aber relativ kurz sind, vielleicht nur ein paar hundert Meter, wo es dann eben gerade nicht darauf entlang geht. Ja, hier eine Gruppe, die ich überholen musste. Ja, diese Nebenbahn, ehemalige Radwege. Ja, hier links übrigens ein Supermarkt, glaube ich. Was ich so toll finde, der ist überdacht. Wahrscheinlich, weil im Winter hier in diesem doch relativ höher gelegenen Gebieten dann auch früher wohl viel Schnee lag oder viel Schnee zu erwarten war. Aber gut, das hat sich ja jetzt alles ein bisschen geändert durch die Klimaveränderung. Hier übrigens ein bisschen doof mit der, ihr seht hier links noch die Fahrradwegmarkierungen. War ein bisschen tricky, da sollte ich dann rechts und dann war das wieder ein Schild nur für Fußgänger. Also so ganz durchsichtig ist das hier mit der Rad,
Wegsführung für mich nicht gewesen. In Bergneustadt, da ist das eben auch wieder so ein Stückchen, was ich ein bisschen doof finde. Naja, gut, was wollte ich sagen? Fangen wir nochmal bei dem Fahrradbus an. Also der fährt leider dann nur, wie gesagt, sonntags und an Feiertagen. Das finde ich ein bisschen schade. Und von April bis Oktober, wie gesagt, gebt einfach Bergischer Fahrradbus ein. Dann findet ihr die entsprechend, die ich am Anfang eingeblendete, Bild mit den Informationen. Und ja, da werdet ihr dann entsprechend alles finden. Gut, ich hätte natürlich die Anfahrt auch andersrum fahren können, indem ich über Köln gefahren wäre, aber da fahre ich dann, glaube ich, fast eine Stunde länger. So bin ich jetzt von der Anfahrt von Remscheid-Lennep nur 1,5 Stunden unterwegs gewesen. Und wie gesagt, über Köln nur mit Zügen von Remscheid-Lennep aus, über Solingen, dann Köln, Köln umsteigen, dann in die Bahn, mit der ich von Marienheide bis nach Gummersbach-Dieringhausen gefahren bin, komme ich dann quasi von der anderen Seite, von der Kölner Seite. Ja, hier übrigens der längste Tunnel gerade auf der Strecke, den man hier durchfährt. Ein bisschen doof. Ich habe das jetzt mal hier in Zeitraffer gemacht. Geht es hier dann so eine Serpentinen hoch, weil man da leider eben nicht weiter unten die Streckenführung vorangetrieben hat oder ausgebaut, umgebaut zum Radweg. Und dann kommt man hier raus. Hier rechts war jetzt eigentlich schon wieder der Abzweig auf die ehemalige Bahntrasse. Hier ist jetzt Hützenmärt, so nennt sich das. Da gibt es dann eine schöne Lokalität, eine schöne Außengastro, die wir schon genutzt haben. Da steht auch eine alte Speicherdampflokomotive, so nennt man die, glaube ich. Also die kocht nicht selber den Dampf, sondern die wird mit Dampf gefüllt und kann dann wie ein Akku betrieben werden, eine gewisse Zeit. Ja, hier eine schöne Ladestation. Also das ist auch sicher angebracht, weil, wie gesagt, von Dieringhausen bis hierhin hoch, wo der Tunnel ist, im Tunnel ist übrigens der Scheitelpunkt, geht es immer doch recht bergauf, was ich vorhin schon mal andeuten wollte in meinem Kommentar. Also wie gesagt, es geht immer doch stetig bergauf und der Scheitelpunkt ist, wie gesagt, in dem Tunnel. Ihr seht, wie gesagt, hier sehr schön gelegen, schön ruhig. Und ja, ihr könnt da übrigens, also wir haben da zumindest schon mal, wie gesagt, wo die Speicherdampflok ist, da ist so ein Wagen umgebaut worden zu einer offenen Plattform. Da kann man auch sitzen und dann Kaffee trinken. Ja, ab hier geht es dann auch eigentlich immer bergab Richtung Olpe. Und ihr seht ja, gut, man muss hier mal die Straße überqueren. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, eigentlich immer separat Radweg, was ich jetzt hier schon wieder so ein bisschen... Na gut, wahrscheinlich wohl ist die ehemalige Bahnstrecke hier tatsächlich auch neben der Straße verlaufen. Wahrscheinlich war die Bahnstrecke zuerst da oder nehme ich mal schwer an und dann sind später die Straßen dazu gebaut worden. Gut, sei es drum, ob das jetzt so richtig rum war, wie ich das jetzt vermute, könnt ihr ja in den Kommentaren reinschreiben. Deshalb führt wohl der Radweg jetzt hier auch entsprechend durch den Ort. Ja, jetzt muss ich mal gerade nachschauen auf meiner Karte, wie der Ort jetzt hier heißt. Das werden wir aber gleich ganz schnell rausfinden. Ich habe es nämlich vergessen. Ja, das ist Drolshagen. Genau. Drolshagen, ihr seht hier der Stadtkern zur Linken. Schöner Platz, schöne Außengastros, glaube ich, da hinten auch zu sehen. Auf dem Platz kann man sicher auch mal eine schöne, kleine, nette Pause machen. Ja, so ein bisschen
ist es dann jetzt hier auch wieder ein bisschen tricky. Und man muss hier wieder doch durch die ein oder anderen kurzen Stücke Straße fahren. Gut, jetzt ist hier natürlich gerade Sonntag und nicht viel los. Also ich würde es jetzt nicht hier unbedingt im Berufsverkehr fahren. Also morgens, sage ich mal, zwischen 7 und 8, halb 9 und am Nachmittag zwischen 15:30 und 18 Uhr. Aber gut, nach Drolshagen wieder schöne landschaftliche Eindrücke. Aber so wie ihr hier gerade seht, verläuft diese Strecke, die als Radweg ausgewiesen ist, hier durch das Tal nicht wirklich immer auf der original ehemaligen Bahntrasse. Es ist zwar ein abseits gelegener Weg, geht aber auch immer mal ein bisschen rauf und runter. Von daher ist es also ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, eben rauf und runter. Und ja, und eben halt auch, ja, durch komische kleine Ortschaften. Ja, hier die Brücke neu. Das ist wohl tatsächlich irgendwie eine ehemalige Bahntrassenstück. Wobei ich das auch nicht so alles so hundertprozentig weiß. Auf jeden Fall geht es hier in dem Tal entlang, nennt sich das Flüsschen Brachtpe. Die Brachtpe. Die fließt dann eben halt auch in den Biggesee. Ja, hier auch wieder eine Überführung über die entsprechende Landstraße, hier die B55. Zur Linken ist sie gerade mal mit dem Brückenviadukt zu sehen. Und voraus müsste dann auch schon gerade ein Stückchen von der A45 zu sehen gewesen sein. Ja, hier rechts würde es nach Olpe reingehen. Ich bin aber links rumgefahren. Weil eigentlich könnte man das ein bisschen steigungsärmer haben, indem man dann das Stückchen da unten rum nach Olpe so tut, als ob. Und dann neben der Bahnstrecke steigungsarm da den Damm entlang fährt, den man hier sieht. Dahinter, hinter dieser Autobrücke, da sieht man im Wasser so einen niedrigeren Damm da unten. Den könnte man dann langfahren, ist aber leider gesperrt für Radfahrer und tja, ich als anständiger Freizeitradler versuche mich dann ja auch daran zu halten. Auch Schieben ist da eng, weil wie gesagt, ihr seht da in der Mitte auf diesem grünen Damm, da ist auch ein Brückchen und das ist wirklich sehr, sehr eng. Also da passt wirklich nur jemand mit einem Fahrrad Lenkerbreite her und wenn man dann da Fußgängern begegnet, ist es sehr eng. Ja, wie gesagt, hier eine Drohnenaufnahme vom Biggesee. Das ist jetzt der Blick Richtung Staumauer von hier hinten aus bei Olpe. Und ja, Landung und dann geht es auch gleich schon wieder weiter. Ja, dieses Teilstück hier ab hier, wo ich die Drohnenaufnahme gemacht habe, geht wirklich auch ein längeres Stück steil berghoch. Hier seht ihr gerade rechts eine Frau, die ihr Rad schiebt. Fand ich also von der Radwegsführung nicht wirklich so toll. Deswegen eigentlich hätte ich, wie gesagt, lieber die... Auch hier die Stelle ist nicht sehr schön. Ich kannte die jetzt noch nicht und wusste jetzt auch erst im ersten Moment nicht, wo es lang geht. Da muss man dann hier über den Parkplatz ein Stück und dann kann man hier die Straße queren. Da ist man relativ ungeschützt, weil die Straße, die hier am Ufer vom Biggesee entlang geht, wirklich, ihr hört es ja, stark befahren ist. Das ist die L512. Gut, ich habe eingeplant gehabt, dass es nur ein kurzes Stückchen ist. Aber immerhin, das ist eben halt dann auch
nötig, um dann runterfahren zu können, um dann nach Sondern zu kommen. Ja, in Sondern ist dann auch eine Bahnhaltestelle. Hier sind wir jetzt ein Stückchen davor. Ihr seht hier noch die Gleise. Es geht hier auch noch mal ein bisschen rauf und runter an dem einen oder anderen, ja, was sind das, Taucherclubs oder Hotel. Ja, hier Biergarten könnt ihr dann auch nutzen. Ja, und jetzt geht es hier runter wirklich Richtung Sondern. Nicht Sondern, Sondern heißt das genau. Sondern, wie gesagt, hier könnt ihr eben auch schon, wie auch eigentlich in Olpe, Olpe ist ja die Endstation der Bahnstrecke, wird glaube ich von der HLB betrieben. Hier gibt es dann auch wieder in Sondern schon die ersten Campingplätze für die Leute, die vielleicht die Sache auch mal hier mit Camping machen möchten. Man kann das ja, wie gesagt, auch eine ganz tolle größere Mehrtagestour-Runde draus machen. Also Campingplätze hat es hier am Biggesee genug. Da werdet ihr sicher auch genügend dann finden. Ach ja, hier ist übrigens, glaube ich, die Tauchschule, wo ich vorhin gerade schon dachte, in Sundern wäre das. Aber das ist wohl dann eher hier der Fall. Ja, und hier biege ich jetzt auf die Talbrücke Sondern ein. Hier der Blick Richtung Süden, dem Biggesee Richtung Stauende. Und wie gesagt, ich fahre ja jetzt hier immer weiter in Richtung Norden, Richtung Finnentrop. Ja, hier bin ich jetzt auch schon an einem Seitenarm, nennt sich hier Hart oder so. Das ist aber auch nur ein kleines Stückchen, kommt man auch an einem FKK-Strand vorbei. Und ja, hier immer mal der Blick in Richtung Westen über den See zum anderen gegenüberliegenden Ufer. Ja, das ist dann schon ein Blick in Richtung Staumauer, wo ich dann gleich auch noch mal vorbeikomme. Ja, hier, ihr seht, relativ gut Verkehr. Hier noch mal der Blick auf die Staumauer. Und hier werde ich gleich auch mal noch ein Päuschen machen, ein kurzes, um eine Drohnenaufnahme zu machen. Ja, wie gesagt, hier am Ostufer, wo ich jetzt lang gefahren bin, geht es auch immer mal ein bisschen rauf und runter, aber wie gesagt, sehr schön, ist nicht für den Autoverkehr freigegeben. Ja, die Staumauer zeigt ja eigentlich in Richtung Nordwesten und Attendorn liegt eigentlich rechts davon, also im Nordosten. Ja, hier jetzt der Blick langsam zurück Richtung Stauende und man sieht, der Biggesee, das verzweigt sich hier in viele Seitenarme und auch Nebenstauseen. Deshalb ist dieses ganze Gebiet sehr groß. Ja, hier fahre ich dann geradeaus weiter, Badestelle Waldenburger Bucht, und da komme ich dann auch im Prinzip hier zum Campingplatz, also wieder mal einen Campingplatz. Und wie gesagt, der Campingplatz hieß übrigens Europarks Biggesee. Jetzt bin ich hier schon unten in Attendorn angekommen, wo ich dann hier an der Aral-Tankstelle, kann man sich gut merken, kommt man auf jeden Fall raus. Und einen kleinen Abstecher in die
in das Zentrum von Attendorn machen wollte, um mir auch ein leckeres Eis zu holen, was ich dann hier gemacht habe. Lecker Eis. Genau. Ja, leider kam ich in das Zentrum nicht direkt geradeaus durch. Ich glaube, da war eigentlich noch eine andere Eisdiele, aber gut, die habe ich dann jetzt nicht gefunden, die wir schon mal besucht hatten. Darum habe ich dann die genommen. Letztendlich egal, Hauptsache es schmeckt. Ja, hier bin ich jetzt wieder zurück. Über die Bigge ist das, glaube ich, hier an der Aral-Tankstelle vorbei. Schnellenberger Weg. Und dann biegt man auch rechts ab auf den Fahrradweg. Ja, was das jetzt hier zur Linken für ein schönes Natursteinehaus ist, keine Ahnung, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Ja, ab hier geht es jetzt wieder schön durch, ja, eigentlich parallel zur Bigge, aber abseits der Hauptstraße immer wunderbar schön entlang. Und ja, hier vor mir eine, die recht schnell unterwegs waren, weiß gar nicht, ob es eine E-Bikerin war, war glaube ich auch ein Pärchen, so genau konnte ich das jetzt auch nicht sehen, aber die waren ganz flott unterwegs. Ja, hier auch immer mal parallel zur Bahnstrecke und der Bigge, die Bahnstrecke verläuft ja auch parallel zur Bigge und die Bigge fließt ja dann bei Finntrop in die Lenne. Ja, übrigens waren es von da oben, vorhin von dem, von der Tauchschule bis nach Finntrop noch roundabout 20 Kilometer. Ja, es geht auch hier immer mal ein bisschen bergauf und bergunter, aber alles easy, kann man alles ganz gut machbar. Ja, hier schon wieder ein Ortsteilschild links von der Straße, von der Landstraße, von der L539 ist es. Ja, und hier an der Stelle muss man leider dann tatsächlich wirklich abbiegen. Das ist hier bei Heggen mit 2G geschrieben. Und da geht es dann noch ein Stückchen direkt neben der Straße, hat man den Radweg noch vor einigen Jahren hier parallel rechts von der Straße, also links ist die Straße, rechts die Bahnstrecke, und auch das endet dann hier wirklich irgendwann und dann muss man leider ein ganzes Stückchen direkt hier auf der Landstraße lang fahren, was jetzt nicht wirklich angenehm und schön ist. Gut, heute ist Sonntag, da ist es nicht ganz so schlimm, aber schön ist das halt nicht. Nächste Möglichkeit rechts. Ja, hier ist jetzt auch eine Baustelle, eine Ampel gewesen auf der Attendorner Straße. Bin ich dann jetzt hier abgebogen, rechts in den Kapellenweg. Weil ab hier das letzte Stückchen bis nach Finntrop ist dann direkt parallel neben der Bahnstrecke und sehr schön gemacht. Tja, hier noch ein schöner Picknickplatz kurz vor Finntrop. Und hier sehen wir auch schon ein Stellwerkhäuschen, ob das übrigens noch aktiv ist und aktiv besetzt. Würde mich ja auch mal interessieren. Vielleicht weiß das jemand. Ja, jetzt kommen wir auch gleich direkt hier nach Finntrop hinein. Genau. Und erstmal fahre ich hier unten drunter her. Eigentlich hätte ich direkt oben drüber hier rechts fahren müssen, um dann direkt zum Bahnhof zu gelangen. Aber irgendwie hatte ich das gerade nicht so auf dem Schirm. Deswegen bin ich erstmal hier unten lang. Direkt neben der Lenne, und ihr seht, da oben ist so eine Brücke, das ist die Verlängerung von der Bahnhofsübergang, Fußgänger-Fahrradweg-Übergangs-
Stelle. Diese Rampe, die ich jetzt hier gerade hochfahre, nach links, da kann man dann schön in die Lenne blicken. Ich fahre jetzt aber die Rampe hoch, werde mich dann zum Gleis 1 begeben, um von Gleis 1 mit dem Zug Richtung Hagen zu gelangen und von Hagen dann in Richtung Wuppertal. Ja, hier die Aufzüge hier in Fintrop, toi toi toi, muss ich sagen, haben immer bis jetzt gut funktioniert. Und ja, zur Not kann man auch außen rumfahren. Das funktioniert auch, zumindest für Gleis 1. Für die anderen Gleise ist es natürlich ein bisschen problematisch. So, ich warte jetzt hier auf meinen Zug. Übrigens hier noch ein Faltbike, 26 Zoll. Das gefiel mir ganz besonders gut. Hier bin ich auch schon in Hagen Hauptbahnhof, wieder umzusteigen in den Zug nach Wuppertal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt an Daumen hoch und ein Abo. Winke, winke und tschüss.